Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Train. Ich kann jetzt ehrlich sagen, ich habe eine letzte Folge, ja, dass ihr jetzt gesehen habt, den kleinen Titan-Schergen von den üblichen Wachen. Eigentlich hätte ich noch eine Aufnahme, aber da war ich leider in dem Fall so sauer gewesen, sehr sauer. Ich habe genau den hier. Der letzte Mal davor spielt, aber ich werde nicht veröffentlichen. Ich habe leider so angefressen von, sag ich mal, ich war sehr schnell reizbar an dem Tag und da wollte ich halt nicht, sag ich mal, präsentieren, wie sauer ich gewesen war. Und deswegen nehmen wir einfach nochmal auf, die ganze Sache hier. Wir haben die stygische Wache und wir spielen auf zufällig. Also heißt das, ich kann nicht nochmal die Chance bekommen. Vielleicht auch die Chance. Ich habe ja die Chance, dass ich gleich bekomme. Aber ich habe vielleicht nicht 100% die Chance, dass ich halt wieder gewinnen kann mit den einen. Hier mache ich wieder zwei Versuche, komplette. Ob es funktioniert oder nicht, weiß ich auch noch nicht. Ich hoffe, das wird jetzt, sag ich mal, quasi ein bisschen besser sein als davor. Beispiel hatte ich sehr oft mit den stygischen Wachen die Relikte bekommen. Was ich halt ein bisschen komisch finde. Warum? Aber egal. Hoffentlich bekomme ich jetzt mal einen guten. Ach, die Höllen-Dinger habe ich jetzt dabei. Einheitenkosten minus 2. Aha. Für den vorletzten Gegner Einheit Chance zu. Nein, ich nehme mal das hier mit. Die Flamme. Also heißt das, kosten alle Einheiten 0? Für den vorletzten gegnerischen Einheiten 3 Schaden zu. Mach einfach das hier, Racheschlag, oder? Ja, auch geil, aber vielleicht bekomme ich zukünftig etwas Besseres. Den anderen, wo man halt in Stasis kommt. Das hat man viel mehr Leben. Aber ich denke mal, wird nichts fehlen. Ich denke mal, ich muss immer mit den Splittern arbeiten. Na klar, mit Dawn. Schön. Meine Einheit greift ja nicht an, mein Champion eigentlich. Ah, Segen. Ist ja cool, ey. Ey, das ist so bescheuert. Ich habe keine Einheit. Habe ich überhaupt noch eine Einheit noch übrig? Ja, der stirbt einfach. Hab den Bock auf Schaden da oben. Gut, also bekomme ich jetzt nur noch Zauber, ja. Natürlich. Na gut. Natürlich mit dem Zauber. Boah, ich brauche mit Defense-Einheiten eigentlich hier. Über den zufälligen Gegnern 3x20 Schaden zu. Hört sich zwar nicht schlecht an, aber die Kristalle sind aktuell besser für mich.
Nehmen wir auch mit, dass ich halt auch Ruß bekomme. Wir brauchen Einheiten, also rechts lang. Geld brauche ich erstmal nicht. Den Multischlag, aber der hat dafür kein Leben. Wie ausgeht, wenn die Einheit angreift. Harmonisch aber auch cool. Ah, der tötet sie. Ich brauche einen Tank vor mir. Ordentlich, endlos dazu. Ja, gib mir noch ein bisschen Leben. Und den Zug, einen Zug nehme ich noch. Was hab ich noch? Was habe ich dann? Da habe ich nur 30, da geht nur eins verbessern. Nee. Ist nicht wert. Also ewige Flamme ist wirklich sehr praktisch. In meiner Sicht. Natürlich, der Bessere wird rausgeworfen. Okay. Die machen eh nichts. Gib ihnen Rüstung. Ich kann nur Schaden austeilen. Ist ja auch bescheuert. Oh, natürlich. Selbstverständlich. Oh, hat Reichweite. Okay. Ah, immer wenn er angreift, bekommt man Schaden. Oh. Das ist relativ praktisch gewesen, dass ich auch entschieden habe. Mit den. Oh, wie heißt denn das gerade Wort? Ich wusste, wenn er gespawnt wird. Aber wir haben jetzt sehr viel Zauber aktuell. Links lang zu ist bescheuert. Das finde ich immer hier. Vielleicht bekomme ich eine Einheit. Fünf Kopien. Was hätte ich denn an fünf Kopien? Hier fünfmal. Nee, das ist halt das ist übertrieben dann. Rüstung wäre cool, oder? Fünfmal Rüstung? Ja. Nee, fünfmal Rüstung mit. Kostet ja. Also habe ich natürlich sehr viel Zauber bekommen. Ja, von mir aus kann jeder noch mehr Leben bekommen. Und Wut. Bekommt am Anfang 7 Wutlängen, oder? Ach, warum nicht? Dann gehen wir mal zum Talos der Architekten. Sind die Alte wieder? Ja. Gegnerische Einheiten kommen mit 2 Wut ins Spiel. Natürlich. Natürlich kommen mit 2 Wut ins Spiel.
Bescheuert. Müsste eigentlich mein Typ wiederkommen, oder? Ja. Rüstung. Und so. Mal sehen, was ich gerade bekomme. Cool. Das weg und dann Rüstung. Und da ist das Vieh. Rüstung. Rüstung. Zing. Und Eis. Dass das Vieh mal stärker würde, ist einfach geil. Food und Rüstung gibt es dafür. Er braucht doppelt. Ja, schön. Wird praktisch sein, wenn ich teils was bekomme. Dämonenunhold. Ja, nehmt den mit. Wir brauchen mehr Platz. Ich glaube, wir haben letztens, wie ich gerade merke, relativ wenig Artefakte, oder? Wir gehen. Ich würde gerne meine Magie verbessern. Wir gehen erstmal hier lang. Schatze, Tipps. Okay. Wenn dein Champion erstmal gespielt wird, erhält eine zufällige Einheitskarte mit. Okay. Probieren wir es. Was schmeißen wir denn hier raus? Nehmen wir einen von denen hier. Die Stirn ist erstmal. Der ist praktisch. Hier. So müsste das eigentlich gehen, oder? Alle haben 6 Schaden mehr. Ist natürlich nicht gerade geil, aber wir versuchen unser Bestes. Ist natürlich interessant. Ich habe ja. Ach so, ich bekomme zufällige Einheit. Das wusste ich jetzt irgendwie nicht. Ah, die sprinten nach oben. Scheiße. Er sitzt da. Ich
Der wurde nicht getötet, unglücklicherweise. Naja, war mir klar. Nö, dann kannst du vergessen. Du kannst eh nichts machen. Also, mehr Rüstung. Meisten den hier raus. Und geben ihm das hier. Wir töten gleich den hier. Das dann hier abhauen. Rüstung. Mal. Gut so. Einfach aktivieren, dass hier stärker wird einfach hier. Ja, hier bringt mir nichts. Okay, die Zauber machen übelst starken Schaden, jetzt die Splitter davon. Der hat wirklich viel auf Zauber hier, das ist halt wirklich sehr praktisch. Nehmen den mit, wenn wir irgendwas rauswerfen was. Der Kobold ist scheißegal aktuell. Ja, ist cool, aber nicht gerade gebrauchbar für mich. Wir müssen mal hier lang gehen. Ach, Superblätter. Wut klingt bei Verbündeten nicht ab. Das ist stark. Alles auch stark, das hier. Die sind beide gut, leider. Aber ich spiele eher selten auf Wut. Also Gegner, die Prototypen von den Typen. Nur noch zwei Einbehalten. Ich will gerne. Eigentlich will ich alle Bilder ha mehrere haben. Den haben. Verbesserte magische Kräfte, Zähne. Wir machen für den hier. Kosten verringern. Für das hier. Neues Angebot bitte. Und das auf 0 kostet. Wir machen den Zauber zum Verbrauch. Permafrost brauche ich nicht und das war's. Ja, Bonusleben, wenn ich das bekommen würde. Fünfzehn Rüstung, cool. Also halt das mit dem Durchdringen. Ich entschieden, dass ich halt einen stärker mache. Okay, Reichweite. Ups, wollte ich nicht. Und hier. Relativ viel irgendwie, ich sag. Packen die hier. Die hier, den hier. Wir töten einfach einen von denen jetzt hier. Ah! Das hatte ich nicht gemacht. Okay, wusste ich jetzt nicht, dass die dort machen können.
So. Denk mal, setze den hier ein. Hut und Rüstung. Könnten wir gebrauchen. Ja. Autsch, das hat Damage gegeben. Nur so. Na, da sind die. Die Umgestellten sterben. Ja, perfekt. Nein, den nicht. Ich will den abwerfen. Töten wir direkt den hier. Machen wir Zauber. Machen wir mal Segen hier drin. Und das. Da stirbt er jetzt. Und weg mit denen. Können wir mitnehmen. Durchdringen. Füge 5 Schaden zu, wenn du 20 bist. Nein. Aktuell nicht der Fan davon. Ne, wie lang. Gibt es eine Höhle zu finden? Ja, die Kisten wieder. Mehr Münzen dafür. Ja. Ein bisschen marktet. So wie hier, World Boy auch nicht mehr. Langsam. Magische Kraft erhöhen. Ja, von mir aus wollen wir auch die magische Kraft erhöhen. 22. Mal mehr davon. Ein Glutstein. Nehmen wir den hier. Minus, okay. Weil ja, eigentlich plus, oder? Ich gebe den. Wir müssen ja eh rauswerfen, das Ding, anstatt ihn zu behalten. Ah, die scheiß Gestattung jetzt Multischlag. Echt jetzt? Machen wir das so. Töten wir den hier erstmal.
Töten einfach den hier hinten. Sonst kann ich nichts machen. Ein Opfer, mal weg. Wir den weg. Und geben. Dass er weiter leben kann. Wir werfen das weg und nehmen den hier rein. So, Rüstung, Rüstung. Der lebt hier oben. Kipp. Der hier einfach das hier. Und let's go. Ist halt cool, ey, sagen. Den hier raus. Mit den töten wir den hier. Und werfen den raus. Hoffentlich die Sirene. Natürlich nicht die Sirene. Und da ist er ja. Wie machen die Spieler Schaden jetzt eigentlich aktuell? Wo ist meine... Da. Sirene... Hier. Aktion, füge den vorletzten Gegner Einheiten 3 Schaden. 3 x 28. Das sind fast 90 Schaden, ich muss ja damit. Also das mit den, dass die Schaden, also Schaden mehr austeilt wird, ist für schwer, sehr, sehr, sehr praktisch. Leider nix. Wie wär's mit nur Jungs oder mehr Karten ziehen? Mehr Karten ziehen wäre praktisch. Aber auch, jetzt muss ich Karte oder Ebene vergrößern. Man tut jetzt die Karte einfach mal. Du, das ist praktischer als für mich jetzt aktuell. Eine Karte kopieren. Ja, kopieren eine Karte. Und heilen uns dann nochmal komplett auf. Und wir kopieren. Ich will was sagen. Noch eine Sirene. Bin zwischen den Billen geneigt. Aber ich nehme den jetzt hier. Ich nehme einfach Rüstung und ich kann auch selber entscheiden. So, was kann ich jetzt machen? 5 Schaden pro Splitter. Das ist wirklich praktisch. Ja, nehme ich das hier. 5 Splitter. 5 Splitter sind mehr als das Beste, was ich da.
Zauberschild, scheiße. Ja, ist natürlich nicht gut für mich. Das ist sehr. Nicht gerade optimal. Okay. Nein. Erstmal der hier. Multischlag gehören da. Auswerfen. Die packen wir einfach hier jetzt oben hin. Und den Unhold packen wir jetzt hier hin. Das restliche. Na, da war der gebrücht. Der Mutigschlag war ist natürlich sehr, sehr, sehr praktisch. Oh, die Ärmsten. Rüstung. Den hier opfern für ihn. Ja. Das muss ich bekauen. Wir brauchen das hier einfach mal. Sägen. Wir schmeißen was raus. Wir schmeißen den Zugblech da raus. Und das hier. Einfach töten. Das schlägt durch Schilde. Alles. Cool. Weg mit dir. Was sehe ich hier oben los? Okay. Leider gut. Damage bekommen. Das. Das. Ich schmeiß mal raus. Den hier. Mehr Rüstung. Und wir geben ihr mehr Wut und Rüstung. Dude, du hast keine Chance. Dann noch opfern. Eben der Tier. Weniger Damage hat er. Segen. Und wart. Fast 150 Schaden mit den Chase-Splittern. Ey, das ist schon mächtig. Verbraucht. Wende Stille auf irgendwelche Einheiten an. Okay. Nee, heute nicht. Rambok. Für den vorletzten gegnerischen Einheit Schaden zu von viel mehr Rüstung verbundenen Einheiten. Ja, nee. Die anderen waren Kobold-Einheiten. Ja, aber ich habe keine Kobolde hier. Diesmal. Waffenhändler oder hier? Diesmal gehen wir zum Waffenhändler mal. Flink. Nehmen wir den einfach, ich werde jetzt erstmal. Noch flink.
Neues Angebot. Endlos. Endlose Pein. Den machen. Und mehr Rüstung kriegst du. Und schmeiß ein paar Karten raus. Und zwar die Ben hier, würde ich sagen. Ich habe aktuell viel zu viele Karten. Ach ja, kopieren. Ich glaube, ich kopiere nochmal den hier. Ja. Oder den hier. Das ist nämlich auch praktisch. Ein von den Bienen. Ach, guck mal, den hier. Schmuckhändler. Verbündete Einheiten kommen mit 3 Wut im Spiel. Er hätte den ersten Zug des Kampfes zusätzliche 7 Glut. Naja. Kann ich mitnehmen. Okay. Das war dann, wa? Wut. Wen kann ich noch Wut bis nehmen? Hier will ich dir mehr Wut. Auch weil das eigentlich praktisch nichts bringt mit der. Die ist eigentlich jetzt wirklich sinnlos. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nicht der. Jetzt hätte ich gerne die Debuff-Fähigkeit von den Relikten, ja, ne? Ja, töten wir den nochmal. Wir töten einfach Einheiten, das ist das Wichtigste für mich persönlich. Ja, nur schon, ja. Den Unhold jetzt mal hier hin. Den Endlosen hier hin. Ja. Auch wenn ich eigentlich den nicht wollte verbessern, aber jetzt mal den. Ja, wir werfen den einfach raus. Oh, Reichweite, echt jetzt? Ah, cool, dann hat er mir das gemacht. Er stirbt eh. Gib ihm Rüstung. Rüstung. Bringt eh nix. Wir sägen den runter. Ihr Opfer, ich schmeiße das weg. Und zwar das hier. Geben ihr Rüstung. Und das hier. Hat 20 Schaden. Wir sehen den runter. Geben wir Rüstung.
Wir schmeißen eine Karte weg und schmeißen die Sirene erstmal wieder weg, leider. Ja, töten wir den einfach. Sing. Schmeißen den raus und töten. Einfach mehr Schaden aus der Hand, das bringt schon was. Boah, 175 Schaden. Das ist delicious. Das ist so delicious. Den töten, tauschen, ja. Okay, jetzt warten mit ihm. 200 Schaden, Mike Angel. Also, der macht 250 Schaden knapp, der Champion. Ist schon krass. Also, wenn man hier richtig jetzt mal kennengelernt hat, richtig zu spielen, ist er eigentlich relativ stark. Na gut, ich habe auch sehr viel Futter mit den ersten Artefakt sogar. Der hat mir richtig den Arsch gerettet. Perfekt. Verzauberung ausgelöst. Ich habe sehr viel Verzauberung heute ausgelöst. Splitter angewandt. Ja, vorher ein bisschen mehr gehabt, weniger habt. Diesmal weg. Ah, ja, gut. Gehen wir eine Reisenchronik hin und gucken, wenn ihr wollt. Aber. Gehen wir das Wart erstmal. Könnt ihr sehen, was ich jetzt hier hatte? Meine Magie, meine Karten, beziehungsweise. Also, die erste Karte hat mich. Also, die erste Artefakt hat mich wirklich komplett gerettet. Also, Leute. Ihr habt sogar meine Uhrzeit gesehen und wenn ich gespielt habe. Gut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, Leute. Hoffentlich hat die Runde euch gefallen von Monster Train. Und man sieht sich bald wieder. Also, Leute, haut rein. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.